Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Kanal. Heute werden wir hier diesen Bahnhof machen, beziehungsweise den Rangierbereich bei der Mine mit der neuen Baumethode. Also sprich, wir werden da mit den ganzen Kreuzungen arbeiten, damit wir hier schöne gerade Gleise haben. Und mit ein paar Tricks werden wir auch die Weichen schön hinkriegen. Das habe ich hier schon mal angefangen, dass ich hier die Initialweiche richtig mache, damit das erste Gleis aufhört und dann können wir eigentlich nacheinander die anderen Weichen legen. Das Video dazu, was ich jetzt als Vorlage genutzt habe, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, damit ihr das nachbauen könnt. Also die Idee kam nicht von mir, dass ihr das so mit den Kreuzungen macht. Jo. Lass mal die Bäume hier weg. Die werden noch nerven. Ah, ich liebe das, wie die Bäume da reagieren. Das sieht schon ein bisschen schräg aus, ne? Mit den ganzen Kreuzungen. Es ist auch mühsamer, so zu bauen, aber danach soll es schöner ausschauen. Ich werde das garantiert nicht jedes Mal so machen, aber ja. Da hinten ist übrigens noch ein Güterzug, mit dem ich raufgefahren bin, weil ich da schon mal Holz und Schienen abladen will. Aber erstmal müssen wir hier das Vorfeld richtig bauen, ansonsten komme ich hier nirgendwo hin. Und der eine Zug steht ja noch falsch. Wir müssen auch den Anschluss hier noch neu machen. Da sind wir dezent falsch dran. So. Irgendwo hier möchte ich dann die Weiche nach rechts machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wo wir sie genau hin tun. Ich glaube, weiter hinten wäre ein bisschen besser. Dann hätten wir nach vorne ein bisschen Spiel. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ein paar Kreuzungen und gehen nach hinten. Und dann schauen wir nochmal, wie das aussieht. Zu weit nach hinten dürfen wir einfach nicht, weil sonst wird hier die Kurve zu krass, dass wir hier den Anschluss erwischen. Ach, so snappen geht ja nicht. Wäre schön, wenn es geht, aber noch nicht. So, ich denke mal, schauen wir mal, wie das ab hier aussehen würde. Ja, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Wobei, machen wir es von da. Also, einmal noch eine Kreuzung. Und dann glaube ich, müssen wir vier von denen löschen, damit die Weiche da reinpasst. Ja, ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn wir das hier machen. Ja, damit einen kleinen Bogen rein und dann haben wir den Anschluss von dem Gleis. Ja, brauchen wir halt noch den Damm hier. So nachträglich gezogen sieht es einfach viel schöner aus. Und ich denke mal... ja, ziehen wir das so mit der Hand. Sollte ich eigentlich noch hinkriegen. Einfach nur nicht so krass in die Kurve reingehen und dann macht er eigentlich saubere Kurven. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das kann man so lassen. Okay. Dann werden wir die hier ersetzen. Ah, scheiße. Kann ich es gerade nochmal neu machen. Hä? Sind es dann doch fünf? Ich glaube, das liegt auf der Weiche drauf. Ja, okay, es sind fünf. Okay, jetzt brauchen wir noch die Weichen nach links. Da müssen wir jetzt hier wieder nochmal Platz machen. Manchmal lassen sie die nicht löschen. Keine Ahnung, was das wieder ist, aber ja. Gut. Schauen wir mal, ob das jetzt schon passt. Einmal eine Weiche. So. Genau. Und jetzt noch die anderen Weichen. Das heißt, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Falsche Seite. Genau. Und dann brauchen wir eigentlich hier das nur mit Gleisen zu ersetzen. Also jeweils zwei löschen und dann mit Gleisen nachziehen. Und dann sollte das perfekt gerade sein. Ja. Und das müssen wir jetzt überall machen. Also die ganze Strecke lang. Das ist halt das Mühsame an der Baumethode.
bin schon gespannt, wie das dann fertig aussieht. Boah, dann haben wir wirklich mal einen perfekten Bahnhof hier. Mit schön geraden Gleisen. Also stellenweise, gerade bei Depots, werde ich das so nutzen. Wir dürfen dann einfach nicht vergessen, den Bahndamm nochmal unten rauszuziehen. Oh, jetzt habe ich aber jetzt zu viel gelöscht. Komme ich bis da noch hin? Nö. Okay, also maximal zwei löschen. Und wieder ziehen. Ach jo. Und sonst, wie geht's euch so? Hoffe, ihr seid alles gut. Also, weil ich das fertig habe, werde ich dann wieder streamen. Und dann werden wir ein paar längere Güterzüge fahren. Wir müssen, also einerseits will ich die Eisenerzmine auffüllen. Die ist jetzt momentan bei 60, glaube ich. Und natürlich hier. Wobei, wir müssen auch schauen bei der Schmelze, wenn wir hier die Schienen raufbringen, müssen wir auch das Roheisen wegbringen. Weil wir können ja nicht einfach nur eins wegnehmen von den Rohstoffen, sondern müssen ja alle beide wegnehmen. Sonst wird er nicht nachproduziert. Da muss man uns sowas überlegen. Da müssen wir eigentlich automatisch wieder die neue Strecke bauen. Oh. Arbeit wird einfach nicht weniger hier, ne? Ich bin gespannt, wie viel Platz wir jetzt dann haben, wenn wir von der anderen Seite mit den Weichen kommen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich so passen. Also es muss ja eigentlich hier nur der Zug da rechts hier oben stehen und dann halt noch ein Durchfahrgleis und vielleicht noch Gleis für die Loks. Warum kann man das manchmal nicht löschen? Ach, das ist nervig. Keine Ahnung, was er da hat. Ja, wie gesagt, Durchfahrgleis, Abstellgleis und vielleicht noch zweites, so ungefähr. Und das hier, was wir jetzt gerade bauen, das wird dann eh das längste. Und das eigentlich muss eigentlich nur, ja, mit 8 Wagen, dass wir hier stehen, vielleicht mit der Lok. Oh, das war jetzt weniger schlau. Und gut ist. Ah, ich freue mich schon. Also gerade die Bergstrecke zu fahren, die ist einfach schön. Weil es ja gerade so lang ist. Und da kann man auch mal ein bisschen schneller fahren, nachdem ich saubere Kurven habe. Wobei, zu schnell traue ich mich mit den langen Güterzügen nicht zu fahren. Weil man da schon so oft die Wagen rausgeschmissen hat. Sowieso wie da hinten. Also der Güterzug, da hat es einen Wagen rausgeschmissen. Das müssen wir noch aufgleisen. Sobald wir hier fertig sind. So, jetzt sind wir dann eh schon bei den Weichen hier. Und dann könnten wir eigentlich den Zug schon mal auf das Gleis hier hinstellen. Damit wir dem anderen rauffahren können. Schaut euch das an. Ein perfektes Gleis. Von links fehlt noch was. Okay. Machen wir mal hier weiter. So. Ja, das passt. Also, hier wieder Kreuzungen legen, damit wir eine Vorlage haben. Schade, dass man die nicht hintereinander bauen kann. Das wäre ein Luxus. Die da vorne müssen wir löschen. Die passen so nicht. Ah, ich glaube, wenn man draufsteht, lässt sich leichter löschen. Nicht gerade die schnellste Baumethode. Ich bin auch am Überlegen, was mein neues Bauprojekt wird. Also auf der Liste steht, die erste Bergstrecke zu überarbeiten, dass ich sie tiefer lege. Dann noch Schönbau von den Brücken, eventuell noch durch das Tal durch, hinter der Sägemühle. Oder, dass man halt die Strecke zwischen dem Hauptgüterdepot und dem Sägewerk mal neu machen. Da hat es ein paar Kurven drin, die nicht sein müssten. Und, ups, das war nicht so gut. Dass man da teilweise zweigleisig ausbauen und beim Güterdepot so ein ähnliches Gleisfeld machen wie hier. Ein bisschen größer.
Das bin ich mal überlegen, ob man das noch tun. Ah ja, und bei der zweiten Bergstrecke gibt es auch noch ein paar Kurven, die man schöner machen könnte. Gut, der ganze Ramsch muss hier weg. Der ist falsch. Beziehungsweise, so wie die Weiche jetzt ist, das sieht interessant aus. Jetzt bloß nicht das Falsche löschen. Und das war das Falsche. Okay. Einmal neu. Wollen wir auch gleich mal die anderen Weichen machen? Ist doch ein bisschen weniger Platz als gedacht. Lieber zuerst mal das Zeug hier löschen. Sonst legt das wieder nicht richtig hin. So. Okay. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Da bräuchten wir hier nochmal eine. Und dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie wir den Anschluss machen fürs Depot. Ja, machen wir hier auch mal das Zeugs weg. Wir müssen hier den ganzen Ramsch da wegmachen. Der passt nicht. Jo. Sieht sauber aus. Und da rechts könnte man dann zum Depot wegfahren. Dann wird das unser Durchfahrtsgleis. So, hier nochmal Kreuzungen. Ich glaube, das soll schon reichen. Gut. Passt. Das müssen wir dann manuell machen. Beziehungsweise die Weiche weg. Ich glaube, ich werde das hier gleich mal alles wegtun auf der linken Seite. Ich meine, wenn es vom Platz jetzt nicht passt, dann können wir es ja nach wie vor hinten nochmal verlängern. Vorne würde es nicht tun. Wird dann blöd mit dem Anschluss. Jo. Weg mit denen hier. Soll ja sauber sein. Okay, jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch die Weiche für die Schleife und dann haben wir es weitestgehend. Und dann werden wir noch die restlichen Kreuzungen entfernen, damit hier mal das Gleisfeld weitestgehend sauber ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal sauber, so wie es halt geht. Sollte jetzt eigentlich recht flott gehen. Ja, soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es aussieht. Schönste Bahnhof bis jetzt. Das mit dem Depot wird noch interessant, weil da muss ich dann irgendwie eine Kurve reinkriegen. Aber zumindest Teilstücke, die was gerade sein sollen, kann ich so noch der Methode dann machen. Aber ja, das kommt erst zum Schluss. Zuerst noch die Schleife und dann machen wir das hier fertig. Mal nachschauen, ob man das nicht auf Hotkeys zuweisen kann. Dann wird so ein Prozess ein bisschen schneller gehen. Generell, das mit den Hotkeys wäre interessant bei der Lok. Gerade wenn das man dann mit einem Raildriver kombinieren könnte. Momentan ist ja nur der Regler mit 0 und 1 auf dem Numpad. Aber das ist eigentlich so semi-geil. Man kann es auch ständig durchdrücken. Okay.
Oh, das sieht echt geil aus. Ich bin zufrieden. Hier machen wir dann den Anschluss. Jetzt machen wir die noch weg. Und dann haben wir es weitestgehend. So. Letztes noch. Cool. Passt. Dann hätten wir das. Müssen wir eigentlich nur noch mit dem Dämmen einmal durch, beziehungsweise wir brauchen jetzt den Bahndamm auf der richtigen Höhe da vorne, damit wir da bauen können. Mal weg hier mit den ganzen Zeugs. Gut. Ja, da hinten fahren wir rein. Jetzt ziehen wir mal den Bahndamm noch von da vorne. Der müsste eigentlich da gezogen sein. Ja. Dann wieder seitlich rein, ein bisschen in die Mitte und dann bis ganz nach vorne. So, ich würde sagen, mein Zukunfts-Ich wird das mal ab dem Part ein bisschen beschleunigen, weil jetzt ist einfach nur kurz eine Kurve und dann komme ich wieder rein. Also, los geht's mit der Beschleunigung. So, dann werden wir jetzt weitestgehend fertig. Machen wir da noch sauber. Und dann machen wir mit dem Depot weiter. Kurve ist jetzt nicht gerade die schönste geworden, aber erfüllt seinen Zweck. Wir werden da vorne jetzt noch die Weiche hinmachen fürs Depot. Das soll da nach hinten reingehen. Und die Weiche links, die müssen wir noch wegmachen. Genau, geradeaus dann ins Depot rein. Und jetzt machen wir hier den Anschluss nochmal neu, weil das geht ja jetzt ins Nix. Und dann müssen wir jetzt gerade händisch dann das fertig ziehen. Und noch einen Damm. Und ziehen wir gerade durch, damit es dann schöner aussieht. Ja, so ist gut. Passt. Dann machen wir da die Kurve fertig und dann hätten wir das. Yeah.
denke, das sieht halbwegs okay aus. Gut, da machen wir auch noch einen Damm unten drunter. Aber jetzt machen wir erstmal das Depotgleis. Und da werden wir recht weit nach hinten ziehen, damit wir ein bisschen Platz haben. Ziehen wir uns hier nochmal einen Damm raus. Und dann weitestgehend gerade. Das haben wir nicht eh nicht beim ersten Mal. Aber wir sind schon ziemlich weit unten am Boden, ne? Ja, ich glaube, wir bleiben gerade. Okay. Ungefähr so. Auf die Höhe. Gut. Erstmal weg mit den Bäumen. Ja, wir brauchen dann eh noch ein bisschen Rangierplatz. Wenn wir da mit dem Holz dann rauffahren. Da müssen wir jetzt nicht sparen. Ja, ist ein bisschen mühsam. Und ich sehe gerade, wir haben es jetzt nicht getroffen. Ist aber egal. Wir können es dann von hinten mit dem Damm nochmal neu ziehen. Und dann passt es wieder. Das hat jetzt aber gar nicht so scheps ausgeschaut, muss ich sagen. Naja. Für das haben wir ja den Trick hier. Dann haben wir hier ein perfekt gerades Gleis. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir schon sind. Ob das jetzt eigentlich schon reichen würde. Ja, ich glaube, wirklich viel weiter müssen wir eigentlich nicht. Und dann ziehen wir jetzt gerade mal den Damm dann sauber durch. So. Trick wie immer. Einmal reinziehen und dann nach hinten. Und dann sollte das eigentlich passen. Ich hoffe, ich erwische noch den alten. Jetzt tun wir dann doch ein bisschen überlappen hier. Wo wir mal ganz außen greifen. Oh ja, das schaut gut aus. Sind ja besser als gedacht. Gut, das noch weg. Und dann glaube ich, passt es. Dann werden wir da links das Depot hinklatschen. Und dann haben wir ein bisschen Platz zum Hin- und Herfahren. So, machen wir das gleiche mal hier. Also ja, von der anderen Seite. Ist die Frage, wie weit wir jetzt dann nach hinten fahren müssen, damit wir auf die andere Seite. Ach man. Auf die andere Seite vom Depot kommen. Ich hoffe, der Plan geht wirklich auf. Aber ich glaube, da müssen wir recht weit nach hinten, damit wir da auf der anderen Seite sind. Okay. Ja, bauen wir einfach mal ein bisschen. Und dann sehen wir es ja, wie es wird. Ist ja noch ganz cool, dass man so noch keinen Damm braucht. Dass die da jetzt erstmal so snappen. Bei den Weichen funktioniert das nicht immer so. Ist doch noch einiges. Ich habe das Gefühl, es geht nicht. Jetzt bauen wir hier mal das Depot hin. Einfach mal. So, schauen wir mal. Nee. Okay. Ich glaube, da müssen wir manuell mit einer größeren Kurve fahren. Das wird so nix. Nee. Alles nochmal weg hier. Ich würde aber trotzdem sagen, wir fahren links noch ein bisschen weiter nach hinten. Wenn wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Vielleicht so 3, 4 von denen. Ja, okay. Ich denke mal, es passt. Dann haben wir hier Platz. Sollen wir noch den Damm weiterziehen? Wollten wir das schon mal erledigt haben? Ja.
es besser aus. Okay, dann bauen wir jetzt noch das Depot hin. Der noch weg. Und ein Wasserturm, damit wir eine Baureferenz haben. Nur die Challenge, dass wir da schön grad hinkriegen. Oh, vielen lieben Dank für den Follow, obwohl ich gar nicht streame. Ich sollte vielleicht auch die Alerts ausmachen. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das können wir gerade so lassen. Gerade im First Try. Und dann werden wir hier den Wasserturm platzieren. Dann, dass das auch mit dem Abstand passt. Müssen wir einfach mal testen. Gut, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ich würde sagen, ich mache für euch, also ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und für euch soll es aber gleich nahtlos weitergehen. So, der muss weg, der nervt mich. Also, bis gleich und mal schauen, dann machen wir das hier fertig. So, da bin ich wieder. Ich habe hier mal eine Weiche hingemacht. Ich will hier noch ein Abstellgleis machen. Und das werden wir jetzt mal auf die gleiche Höhe ungefähr ziehen, wie das Gleis rechts. Damit es gut aussieht. Noch gleich im Prinzip. Dann könnte man hier noch was abstellen. Also ich, Platz haben wir hier dann echt genug. Und ziehen wir dann auch nochmal mit dem Damm drunter. Theoretisch könnte man das an Holzzug auch hier oben lassen. Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Müssen wir mal ein paar mehr Wagen kaufen. Aber Geld ist momentan eh nicht so das Problem. Da haben wir eigentlich ganz gut was gemacht mit den ganzen Versorgungsfahrten. Ich denke mal eins noch und dann passt es. Jo. Gut, dann bauen wir jetzt die andere Seite. Dann müssen wir das ganze Geschmöschen noch wegmachen. Und manuell ziehen. Oh, das sollten wir ja hinkriegen. Das mit dem Löschen. Gut. Bahndamm. Gleiche Höhe wieder. Ungefähr reinziehen. Ja, und dann ungefähr so in die Richtung. Und dann machen wir ein bisschen Platz nach hinten. Wenn man damit paar mehr Wagen reinfahren. Nehmen wir mal den Baum da als Ende. Schöne Aussicht. Ja. Gut. Weg mit dem. Nervt nur wieder beim Bauen. Ich würde sagen, die Gleise werde ich mal komplett manuell machen. Das war jetzt ohne der Richtungssperre. Hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Mal schauen, dass wir nicht so krass da reingehen. Sieht jetzt ein bisschen quick and dirty hier, ne? So, mal schauen, dass wir hier nicht so nah rankommen. Muss jetzt hier eh nicht perfekt sein. Wie gesagt, das ist ja nur zum Abladen hier. Gut, hätten wir das. Der muss noch weg. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so falsch aus. Müssen wir vermutlich eh nicht mehr umbauen. Jetzt werden wir hier die ganzen Gleise mal machen, also die ganzen Gleisdreiecke weg. Und stelle schon mal die Weiche richtig. Oh, ich muss jetzt hier nicht auf die Abstellung. Und wollte ich jetzt abreißen und neu bauen. Oh, shit. Das war die Weiche. Mal wieder neu. Ach, weil sie überlappen gewesen ist. Okay. Dann sind wir ja fast fertig. Und dann können wir ein bisschen Orientierfahrten hier machen.
Ah, bin ich zufrieden, muss ich schon sagen. Ist ein schönes Gefühl dann, wenn man gerade so stundenlang an sowas arbeitet, wenn man dann das fertige Produkt dann sieht. Wobei, so lange hat das jetzt ja nicht gedauert. Also, wenn ich jetzt den Stream mit dazu rechne, habe ich jetzt knapp eine Stunde, anderthalb jetzt an dem Ganzen bastelt. Ich glaube, länger war es nicht. Muss man dann schauen. Ging echt sehr gut. So, dann machen wir hier noch so einen Buffer-Stop hin. Und dann nochmal von der anderen Seite und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, da sollte eigentlich nichts mehr weggehen. So habe ich das jetzt eigentlich bei den letzten Male auch gemacht. Das gleiche werden wir dann hier noch machen. Müssen wir aber auch nur die ganzen Kreuzungen wegmachen. Ich weiß, ist monoton. Aber lohnt sich fürs Ergebnis dann. Ich werde mir dann vermutlich jetzt danach nochmal den Bergkamm anschauen. Rüber dann auf das Plateau, wo Raffinerie und so weiter ist. Wie doof das dann ist, da eine Strecke rüber zu bauen. Aber ich halte es eher für unmöglich, das realistisch zu bauen. Aber das schaue ich mal nach dem Projekt an. Gebe euch dann Bescheid. So, letzten Meter noch. Der muss erstmal weg. Ja, egal. Dann Bandam. Gut. Nochmal einen Stopp. Fangen wir hier von vorne wieder an. Ja, ganz nach oben. Jetzt hat das gesnappt. Na, ist ja auch egal. Und dann mal so. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja. Ja, erfüllt seinen Zweck. Da sollte eigentlich nichts weiterkommen. Den machen wir jetzt hier noch weg. Und dann haben wir das hier fertig. Coole Sache. Sieht gut aus. So, ich glaube, da ist jetzt auch nichts mehr im Weg. Kann man dann hinterher noch so einen Stop machen. Wobei, der Baum hätte mir jetzt auch getan. Dödele. Aber beschissen, wenn es dann hier nach unten geht. So, den machen wir jetzt noch weg. Gut. Fertig. Nice. Dann könnten wir jetzt eigentlich ein bisschen Zug fahren. Und auch wenn wir noch die letzten Bahnen, die wir noch ziehen, da fehlen noch ein paar. Und, oh, das muss noch weg. Fast fertig. Gut, dann fröhliches Bahndarm ziehen. Aber das sollte eigentlich recht schnell gehen. Soll ja alles Hand und Fuß haben. Da fehlen noch. So von da ziehen und einmal nach unten.
sollten wir jetzt irgendwo hier den Anschluss dann haben. Ja, eh hier. Gut. Bin zufrieden. Und dann eigentlich, ja doch, da noch. Oh, so. Dann werden wir als nächstes gerade mal die Weichen schon mal stellen, damit wir da auf so einen Fahrungsgleis rauskommen. Und dann bringen wir hier mal den Kohlezug weg, damit wir da die letzten Kreuzungen entfernen können. So. Die haben was anders. Jo. Und dass wir hier dann richtig rauskommen. Dann würde ich hier nach rechts reinfahren. Gut. Die Eureka müssen wir jetzt befüllen, weil die ist. Also, was heißt befüllen? Einheizen. Die ist jetzt kalt und dann werden wir hinten noch die Bremse lösen. Holz bräuchte man dann auch nochmal hier. Gut, Kupplungen schauen okay aus. Und die Bremsen aufmachen. Die Steuerung ist schon ein bisschen friemelig. Also First Person macht echt nicht so Spaß. So, mal schauen, dass hier die Bremsen nicht angelegt sind. Ja, war so schlau und hab's natürlich angelegt. Das sieht nicht gesund aus. Okay, ich glaube, da dürfen wir nochmal neu kuppeln hier. Dass sie nicht einmal zusammenbleiben können. So, mal langsam nach hinten. Hoffentlich ist es die einzige Kupplung, die kacke ist. Wo ist das? Ah, hier. Gut, Tone wäre schon mal der richtige. Machen wir nochmal auf hier. Macht jetzt nochmal einen Abflug. Sieht nicht so aus. Probieren wir es mal. Sieht gut aus. Okay. Dann fahren wir jetzt mal in die Schleife rein. Damit die Eureka vorne steht. Mal mit der fahren wir wieder runter. Hoffentlich entgleisen wir nicht, dass wir nicht wieder die Kollision wo haben. Eventuell werde ich das Segment in meiner ruhigen Minute für mich selber auch nochmal neu bauen. Aber was soll das mir passen? Mal gucken. Wir wollen noch nicht so schnell sein. Aber es ist irgendwie die schönste Belohnung, so nach dem Bauen. Mal ein bisschen mit der Lok fahren, ratschieren, Güterzug fahren. Ich finde es entspannend. Ja, gerade hier könnten wir ein bisschen weiter rausziehen. Also Platz ist ja noch da. Das wird nicht so bleiben. Okay. Springt zumindest mal nichts raus. Da vorne noch die Weiche umlegen. Vorsichtig bremsen. Ja, noch alles da. Gut. Nö. Oder? Doch. So.
Ah, halt, da ist ja noch die eine, welche falsch. So, fahren wir ja wieder aufs alte Gleis. So, sollte das eigentlich wieder passen. So, los geht's. Uff, das geht sich mit der Länge aus. Dass der da aufs zweite Gleis raufpasst. Weil je weiter wir reingehen, umso kürzer wird's, ne? Also das dritte wird dann so für die Loks werden. Es fährt sich jetzt schon ganz anders, wenn man hier so ein schönes Gleisfeld hat. Schöner kleiner Bahnhof. So, und wenn wir hier noch die Kreuzung wegmachen. Und dann glaube ich haben wir's. Gut. Ja, sollte sich eigentlich ausgehen. Ja, wir stehen glaube ich komplett drauf. Mal schauen. Ja, da haben wir sogar noch Spiel. Wunderbar. Nice. Wollen wir die Bremsen hier anziehen. Und auch bei der Lok, damit die hier keinen Abflug macht. Die Steuerung ist einfach immer wieder ein Traum. So, jetzt müssen wir eigentlich hinten noch den Anschluss fertig machen, damit wir mit dem Güterzug raufkommen. Das ist jetzt noch die letzte Challenge. Mal die Weichen hier schon mal richtig machen. Bestes. Gut. Mal mir das Kreuz wegmachen. Aber bei, lass uns mal die Weichen stellen, damit wir für die Umfahrung schon mal richtig sind. Und ich glaube, den bauen wir mal hier wegmachen. Der ist mal ein bisschen zu nah dran. Ich glaube, sonst haben wir keinen. Ne, ist gut. Also, Weichen. Die interessiert uns nicht. Die ist richtig. Die passt auch. Die ist noch falsch. Und die da hinten müssen wir auch noch einmal umlegen. Und ja, die können wir eigentlich lassen, bis es ist. Dann fahren wir einfach links rein. Okay. Na, da vorne haben wir ja noch eine Kreuzung. Die machen wir jetzt auch noch weg. So, ich glaube, das war jetzt auch die letzte. Gut, gut. Also, ich werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Für euch ist es ja eh nahtlos. Und dann bauen wir das Segment davor und fertig und bringen den Zug drauf. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder da. Wir müssen ja erstmal hier den Zug aus dem Weg schaffen. Dazu werden wir unsere Lok Nummer 4 mal kurz befeuern. Gut, dann hätten wir das. Ja. Hier sind die ganzen Schienen drauf. Pro Wagen passen da 10 drauf. Also haben wir da jetzt insgesamt 30. Zwei sind nochmal hinten. Ja, also da sind es dann 40. Kupplung vorbereiten. Bremse anziehen und nochmal aufgleisen. Und dann werden wir den Wagen mal runterrollen lassen. Aber auch hier müssen wir die Kupplung noch vorbereiten. Jo, passt. Also da ist der Rest vom Zug. Noch ganz. Da sind nur die ganzen Holzsachen drauf. Und da hinten nochmal zwei Wagen mit Schienen. Ich glaube, es sind dann insgesamt 50, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So, hier gehen wir also mal kurz rauf und rollen mal zurück. Ist am einfachsten. Und mal ein bisschen die Gravitation ausnutzen. Wenn sie denn kommt hier mit Verzögerung. Ja, dann schaut, dass wir nicht so schnell werden hier. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat,
geht das eigentlich ganz gut. Na, jetzt sind wir gerade. Dann warten wir, bis der Wagen aufhört zu rollen. Ja, ist gut. Passt. Einmal ankuppeln. Sound ist gekommen. Da mal leer. Nochmal die Kupplung anschauen. Ja, ist gut. Passt. Dann kuppeln wir mit dem noch an. Und dann ist es so wieder komplett. Schauen wir mal, ob wir mit der Gravitation runterkommen. Ah, ich glaube, da müssen wir aber ein bisschen Gas geben. Sonst wird das nichts. Wenn wir nur schauen, dass wir nicht zu schnell werden. Das ist blöd, dass der jetzt in der Kurve drin ist. Mal vorsichtig bremsen. Hier ein bisschen noch. Das sieht nicht falsch aus. Ein bisschen drücken. Gut, dann einmal ankuppeln. Ach so, wir sind ja mit dem runter, oder? Ja. Gut, Bremse wieder aufmachen. Und schauen wir, ob wir hier noch was. Das. Mal schauen, was jetzt gleich passiert. Bleibst du dran? Das sieht falsch aus. Aber er bleibt. Das sieht auch okay aus. Gut, aber dann müssen wir mal schauen, ob das Ganze hier so mitkommt. Dann bauen wir mal. Da kann jetzt erstmal hier so stehen bleiben, damit wir Platz haben. Nur mal speichern. Und ich muss mal ganz kurz was nachgucken. So, bin wieder da. Also, dann reißen wir hier das mal ab und bauen das nochmal neu. Wir werden jetzt einfach darauf achten, dass wir hier schön alles sauber wegmachen, dass wir keine Kollision haben, inklusive dem Bahndamm. Der ist mal auf der richtigen Höhe. Das sieht okay aus, aber ich glaube, wir werden eher von unten dann mit dem Bahndamm fahren und dass wir dann hier matchen. Hier werden wir noch ein paar Gleise wegmachen und fangen dann da unten ab dem Steinwall an. Dann müssen wir noch einmal hier wegmachen, damit wir Platz haben. Und los geht's. Dann ziehen wir es mal nach oben. Bisschen knapp auf der linken Seite, weil man hat ein bisschen ins Gras reinfahren müssen. Ich hoffe, das macht keine Probleme. Ah, gibt eine schönere Auffahrt. Müssen wir mal schauen, dass es mit der Höhe passt. Ne, ist halt so. Das sieht okay aus. Oder? Naja, fast. Okay. Können wir aber gerade mal durchziehen. Gut. Dann verlängern wir mal die Gleise. Eventuell mache ich unten das Segment nochmal neu und fahre anders rauf. Gut. Dann schauen wir mal an, was wir da fabriziert haben.
Ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Müssen wir eigentlich nur noch die Weiche richtig legen. Und dann können wir mit unserem Gespann mal rauffahren. Aber bevor wir das tun, glaube ich, werde ich nochmal speichern. Machen wir nochmal ein bisschen Holz nachlegen. Da ist bestimmt wieder ein schöner Rundengang. Gut, Daumen drücken. Also, fahren wir mal langsam los, ohne dass man hier wieder alles rausschmeißt. Vorwärts bitte, danke. Ja, muss ich schon arbeiten, ne? Sieht ja mal nicht schlecht aus. Ich hoffe, der Rest kommt jetzt noch mit. Gerade die eine Kupplung hat ja nicht so geil ausgeschaut. Holzwagen Nummer 1. A2. Shit. Der Rest kommt nicht mit. Fuck. Hoffentlich holt er jetzt nicht weg. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, können wir hier gerade wieder neu machen. Und auf der anderen Seite schauen, dass da die Kupplung soweit frei ist und die Bremse angezogen ist. Ja, ist weg. Gut. Dann auf ein neues. So, die Bäume mache ich dann nochmal weg. Einfach für die Sicht. Und dann nochmal langsam nach hinten. Man sieht halt echt schlecht. Na? Ja, Bremse lösen. Ja, da halt lieber zu langsam, ne, als zu schnell. Das ist eine echt beschissene Stelle, um eine Entgleisung zu haben. Ich sehe nichts, Mann. Bleiben wir vielleicht gerade mal stehen und schauen wir mal, wie weit wir noch haben. Ich habe zumindest noch keinen Stopp drin. Ja, gucken wir mal nach. Meter noch. Dann soll es gut sein. Bremsen. Oh, die waren die alle noch angezogen. Okay. Neuer Versuch. Gut. Soll's aber passen. Oder nimmt das? Er macht zumindest das Geräusch. Ich glaube, ich gehe das Risiko nicht ein. Hier nochmal anziehen. Also wenn es jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Ja, gut. Dann können wir hier wieder alles aufmachen.
Dann ziehen wir das Ganze mal nach oben. Alle guten Dinge sind ja viele, ne? Ich will das auch nur nach oben bringen. So, vorsichtig anfahren. Ja. Mehr Schmack ist hier. Ich hoffe wirklich, das war's jetzt. Da sind schon mal die ersten Holzwagen. Okay. Gut. Shit. Da darf man nachgucken. Fuck. Mann, sind jetzt alle Kupplungen da hinten offen oder was? Ich dachte, ich hätte nachgeschaut. Ja. Da ist gar nichts. Da ist es okay. Da auch. Da waren es die da vorne. Aber ich würde sagen, wir bringen jetzt mal den Teil nach oben und fahren dann mit der Lok runter und hängen dann unten an, weil das ist jetzt richtig kacke zum Ankuppeln. Nervig, echt. Also, fahren wir mal. Ich würde sagen, wir werden zuerst die Gleise entladen und dann den Rest. Und dann bringen wir den Rest von dem ganzen Zug hier wieder rauf. Bin mal gespannt, wie da die Animation ist. Wie smooth das da reingeht. Ja, schreibt auf alle Fälle mal in die Kommentare rein, wie ihr da das Gleisfeld, wie ihr den Bahnhof da findet. Und mir gefällt das sehr gut. Gut, dann werden wir da bei der ersten Hälfte mal anhalten. Ja, ich glaube, das passt. Und einmal entladen. Hoffentlich zählt das. Ja, sehr gut. Cool, cool. Dann noch den hier. Nimmt er auch. Dann würde ich sagen, ziehen wir noch ein bisschen vor. Dann könnten wir da hinten mal das Holz entladen. Na? So. Das müsst ihr dann von der Position weitestgehend hinkommen. Schauen wir mal. Ja. Das könnte passen. Probieren wir es mal. Jo, gut. Können wir gerade den auch noch machen. Und dann noch eine Wagenlänge. Sehr gut. Wenigstens eine Sache, die mal funktioniert. Das passt. Dann können wir gerade hier schon wieder entladen. Und da hinten. Dann hätten wir mal den komplett entladen. Na? So jetzt. Dann schauen wir mal, dass hier hinten die Bremsen nicht angezogen sind. Sieht aber gut aus. Und werden es vorne anziehen. Dann abkuppeln und dann holen wir mal den ganzen Rest.
Bitte. Gut, fahren wir mal. Abkoppeln wäre vielleicht noch eine ganz tolle Idee. So, aber jetzt. Ich brauche mal einen Kaffee. Gut, einmal die Weichen umlegen. Sollte passen, die ist richtig, die auch. Gut. Dann, ab zur anderen Hälfte. Ich bin mir nicht sicher, haben wir jetzt alle Weichen richtig. Das wird aber eng hier. Nee, der ist noch falsch. So. Und die da hinten. Und dann haben wir Freifahrt. Ja, bin mal gespannt, ob wir da jetzt noch eine Kupplung haben, die dann offen ist. Oder ob es das letzte Mal jetzt gewesen ist, dass wir da die Kuppelaktion haben. Schnell da rein und dann bleiben wir knapp davor stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es mit der Kupplung aussieht. Ich glaube, so bleiben wir jetzt mal stehen. Okay. Shit. Ich krieg den Ring nicht rein. Okay, dann müssen wir da ein bisschen nach vorne. So. Das wird eigentlich reichen. Und einmal kuppeln. Jetzt. Gut, dann hätten wir das. Jetzt checken wir nochmal den Rest hier und tun die Bremsen auf. Angezogen. Doch hier. Und vermutlich beim letzten noch. Jetzt ist spannend. Okay. Hält. Dann sollte man den jetzt eigentlich problemlos nach oben ziehen können. Dachte er, fährt los und dann macht es halt wieder einen Abflug. Okay. Na. Jetzt alles mit. Endlich. Mensch, das ist eine Geburt hier. Man kann natürlich beim Zug fahren, alle 5 Minuten mal eine kleine Pause machen und speichern.
Da kann man sich ja quasi wieder reinladen, wenn man mal gleist ist. Ah, das ist ja auch irgendwie nervig. Naja, also sobald wir es dann oben sind, wenn wir parallel zum jetzigen Zug stehen bleiben, abkuppeln und Bremse anziehen. Die Weiche da hinten nochmal umlegen, weil die vermutlich drüber fahren werden. Kuppeln den anderen Zug wieder an und kuppeln bei dem wieder an. So der Plan. Also dann bleiben wir jetzt hier dann ungefähr stehen. Und abkuppeln. Ja. Mit der Bremse und jetzt schauen wir wegen der Weiche hinten. Und ich überlege mal gerade, ob es anders nicht einfacher ist. Wenn wir jetzt den jetzigen Verband nehmen und auf dem ersten Gleis ankuppeln. Ja, ich doch, wir machen es doch so. Ziehen wir mit dem Ganzen jetzt nach vor und kuppeln an und drücken dann nach hinten. Sprich, hier hinten nochmal die Kupplung vorbereiten. Und schauen, dass die Bremse da nicht angezogen ist. Das muss auch noch weg. Das ist gut. Fahren wir mal. Hä? War jetzt so Mühe? Ich habe noch die Bremsen angezogen, ne? So. Einmal noch in den... Gut, und wieder retour. Na komm, du schaffst es. Gott sei Dank hat es so viel Power, ne? So geht es ja beim Ankuppeln viel einfacher als wie unten. Da sehe ich wenigstens was. Hat jetzt natürlich den Vorteil, dass man automatisch immer langsamer wird, wenn die Bremse angezogen ist. Eww. Gut, letzte Mal kuppeln hoffe ich mal. Ah. Das wird er vermutlich wieder nicht nehmen, ne? Drücken wir mal zusammen. Wir werden jetzt gleich mal so stehen bleiben, dass wir bei den Gleisen beide Plattformen mal nutzen, um zu schauen, ob die ganze Plattform zum Entladen da ist oder nur der vordere Teil. Das könnte unter Umständen etwas teuer werden, wenn es nicht klappt. Aber dann weiß ich es wenigstens für die Zukunft.
Gut, im Moment laden. Und dann auch, wenn wir mal die Bremse lösen und wieder nach vorn ziehen. Das funktioniert schon mal. Und jetzt hier. Ja. Sehr gut. Passt. Dann werden wir jetzt da die Bremsen lösen von dem anderen Verband. Und dann hoffen wir mal, dass alle mitkommen. So. Da. Okay. Na dann, Freifahrt. Vorwärts. Uns fährt der Zug weg. Ja, scheiße. ich hab's mir ja gedacht. Hey, der Verband macht doch Probleme. Okay, rein mit den Bremsen. Gott sei Dank haben wir dann ein bisschen Spiel. Also, alles vom Neuen wieder. Du kommst weg. Und hier nochmal neu. Und Bremse. Gut. Dann kommt man wieder an. Und eventuell haben wir dann mal den ganzen Verband zusammen, ohne dass er auseinander geht. Das kostet Nerven. Komm. Und dann nur noch das Holz entladen. Dann eh vermehrt viel mehr Holz raufbringen. Weil wir da gerade die 50 Schienen haben, ne? Dü. Wo war jetzt die Stelle? Nö. Jo. Gut, nochmal lösen. Da ist sie nicht. Okay, wir bewegen uns wieder. Da hinten. Boah, ich glaube, jetzt ist es endlich mal gut hier. Sollen wir dann nach hinten drücken und dann schauen wir ja, ob die anderen Wagen jetzt mal wieder einen Abflug machen. So, wir werden jetzt mal durch die Schleife fahren. Dann sehen wir gleich mal, ob das so hält. Und dann entladen und... Jo. Also das hat mich jetzt mehr Nerven gekostet, als wir das Ganze hier zu bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, sieht gut aus. Ja, und wenn wir dann einmal gedreht haben, kann ich dann später auch gerade direkt wieder losfahren. Darf mir nur hier in der Schleife nichts passieren. Mich jetzt schon auf einen guten Kaffee danach. Also falls es noch nicht aufgefallen ist, ich bin so ein bisschen ein Kaffee-Junkie. Ich könnte gerade durchgehend einfach nur Kaffee trinken. Ich habe damit auch kein Problem, wenn ich das am Abend trinke. Also das wirkt gefühlt bei mir gar nicht mehr. Aber trotzdem, in der Früh ist es ein Ritual. Ohne Kaffee könnte ich nicht aufstehen. Ich habe für alle Notfälle immer Trockenkaffee da, beziehungsweise im Pulver, damit ich immer was da habe, egal was ist.
Oh, sieht ja eigentlich soweit ganz gut aus. Nichts entgleist. Einfach jetzt nichts Ruckartiges hier machen. Jetzt, wenn er nicht wieder was rausschmeißt. Das war ja auch der Grund, warum es mal beim ersten Mal entgleist ist. So, die Weiche müssen wir jetzt noch umlegen. Jetzt da alles mit. Gut. Passt. Na? So, jetzt. Also, einmal entladen. Ein paar Meter noch, dann haben wir es geschafft. Ich weiß, das ist ziemlich langsam, aber ich will es nicht drauf ankommen lassen. So. Ich glaube, das soll passen. Gut entladen. Sehr gut. Und die letzten noch. Und dann haben wir es endlich geschafft. Unsere geliebte Eureka. Die zwei sind sich schon sehr, sehr ähnlich, ne? Abgesehen vom Treibgestänge. Du. Das könnte jetzt ein bisschen zu weit gewesen sein. Jo. Dann machen wir den. Und dann ein bisschen Retour. Drüben. Ja, das schaut doch viel besser aus. Einmal entladen. Wow, endlich. Der ganze Zug ist entladen. Jetzt sollen wir hinten aber nochmal schauen, ob alle Wagen gekommen sind. Vertraue dem einfach nie. Kupplung sieht noch okay aus. Aber wenn ich mal da so das anschaue, ist da nichts stehen geblieben. Gut. Passt. Ja, liebe Leute, dann wäre es das erste Mal gewesen. Als nächstes geht es mit dem wieder runter. Und dann werden wir hier weiter befüllen. Beziehungsweise die andere Mine. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es war eine echt schwere Geburt. Und
Das wird doch spannend. Also wir werden erstmal hier das Holz auffüllen, damit wir hier die Gleise quasi verarbeiten können. Um die 50 wollen wir mindestens raufbringen. Und dann mal schauen. Also Holzfahrten werde ich jetzt noch einige machen. Ja, ich freue mich. Mal schauen, ob ich das im Stream zeige. Jo. Und das da vorne auch nochmal. Also, bis denn dahin. Das war's.